Geniale und herzlich willkommen, darf Sie und euch begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen den SV Darmstadt. Entstand 1:0 für die Gäste. Der Gästetrainer Thorsten Lieberknecht, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr Fazit bitte zum Spiel. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, wir waren, trotz dass wir die Jungs darauf vorbereitet haben, dass es hier mit Sicherheit sehr stürmisch wird, hatte ich das Gefühl gehabt, dass die Jungs überrascht waren dann, obwohl wir sie dahingehend wirklich gut vorbereitet hatten, dass sie einfach direkt da sein müssen, physische Situationen und Zweikämpfe anzunehmen. Patrick hat sich natürlich heute was einfallen lassen und dementsprechend war es so, dass wir ein sehr, sehr kompliziertes Spiel hatten in der ersten Halbzeit, nur phasenweise dann gefährlich wurden, aber dann richtig gefährlich dann vor dem Tor. Ansonsten war das ein vieles Wegverteidigen, im 16er Schüsse blocken und wenig das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich eben halt auch hier in einer anderen Situation besser Fußball zu spielen. Wir sind dann in die Halbzeit gekommen. In der Halbzeit haben wir ein, zwei Dinge taktisch angesprochen, haben die verändert. Und ich glaube, man hat dann gesehen, dass wir viel, viel besser in die Partie gekommen sind. Das Spiel dann meines Erachtens eben mit diesen Situationen, die es immer schwierig machen, lange Einwürfe, Eckstöße, haben wir es aber dann geschafft, einfach auch spielerisch Lösungen zu finden, das Spiel weniger zugelassen, dass wir mehr in 1-gegen-1 Situationen kommen, wo wir ja scharf angelaufen worden sind. Das wollten wir ein bisschen umgehen, haben das dann, wie gesagt, in der Halbzeit besprochen und sind dadurch besser ins Spiel gekommen, haben dann, wie ich finde, natürlich war durch den Standard das Spiel gewonnen, aber auch dann die eine oder andere dann doch große Chance haben liegen lassen, um dann zu sagen, dass es aus meiner Sicht nicht ganz unverdient war, hier zu gewinnen. Auf der anderen Seite wussten wir eben, wie gesagt, dass es sehr, 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 sehr anstrengend wird, weil wenn man die Spiele gesehen hat von Hansa, insbesondere das Spiel hier zu Hause gegen HSV, wusstest du eben, auf was da auf dich zukommt. Und mit wie viel Leidenschaft eben Hansa spielt und auch dementsprechend, aber das kann der Patrick wahrscheinlich besser sagen, auch viele Spiele dann hier zu Hause auch unglücklich verloren haben, wo viel mehr drin gewesen ist. Heute war das mit Sicherheit auch so, diese Phasen waren da, aber wir haben dann auch gesehen, dass wir eine gute Lösung hatten und dann das Spiel eben für uns mit 3 Punkten dann nach Hause fahren konnten. Also von daher, Patrick, für dich und für Hansa natürlich für die nächsten Spiele alles Gute. Und ich glaube, trotz dieser Niederlage und das, was ihr in den Heimspielen jetzt gerade erlebt, seid ihr auf einem richtig, richtig guten Weg und werdet damit sicher euer Ziel auch schaffen mit dir. Danke. Ganz herzlichen Dank, Patrick. Herr Thorsten, vielen Dank für die Worte und Glückwunsch nochmal zum Sieg und den 3 Punkten. Ja, so wie Thorsten es eigentlich wiedergegeben hat, sehe ich das Spiel eigentlich auch. Also wir haben sehr gut in die erste Halbzeit reingefunden, wir haben ein gutes Powerplay aufgezogen, immer wieder Entlastungsangriffe gehabt, die Tiefe gut genutzt, mit einem guten Positionsspiel, auch mit einer guten Ballsicherheit bis ins letzte Drittel rein. Und dann ist es leider so gewesen, dass wir den letzten Ball nicht gut angebracht haben oder zu hektisch abgeschlossen haben. Auf jeden Fall die Situation so hergeschenkt, dass wir nicht erfolgreich sein konnten und entsprechend vielleicht mit einem Tor uns belohnt haben. Natürlich war es auch so, dass die ein oder andere Situation gefährlich für uns geworden ist. Ich glaube, Honsack hatte die beste Chance in der ersten Halbzeit gehabt für Darmstadt. Und gehen wir in die Halbzeit rein, die Anpassungsphase haben wir dann natürlich gesehen, Viereraufbau flach gewesen und dann vorne die ein bisschen breiter gezogen, hätte für uns geheißen, in vielen Situationen die Kette schneller durchzuschieben, um mit unseren Außenverteidigern mehr Druck auszuüben. Da haben wir teilweise zu lange gebraucht, deswegen konnten viele Einspiele auf Tietz stattfinden. Die haben wir dann nur schwer verhindert bekommen. Dann natürlich saublöd der Freistoß, wo wir eigentlich in eine Doppeloption kommen und trotzdem ihn dann auch faulen in der Situation, natürlich hervorragend reingemacht den Ball und wie Thorsten auch gesagt hatte, dann noch die eine oder andere gute Möglichkeit für Darmstadt. Bei uns ist es dann hinten raus von den Chancen eher weniger geworden. Natürlich die Präsenz vorne der Spieleranzahl war groß, aber die Situation haben wir nicht mehr sauber ausspielen können oder eine gute letzte ruhige Lösung finden können, sondern es war dann mehr stressig und eher über Einwürfe oder über den einen oder anderen langen Ball dann in die Box gekommen. Ja, letztendlich stehen wir ohne Punkte da jetzt nach dem Spiel, was sehr ärgerlich ist, klar. Wir haben gegen die Top 3 gespielt. Die Spiele haben wir jetzt alle verloren gegen die Top 3.
Aber es war auf jeden Fall mehr drin gewesen. Und ich hätte schon gerne einen Punkt heute mitgenommen. Aber ist ja kein Wunschkonzert der Fußball, deswegen werden wir weiter arbeiten. Ich glaube auch, dass die Ansätze gut sind, dass wir über weite Strecken vieles richtig gemacht haben heute. Und irgendwann werden wir in die Situation kommen, hoffentlich schnell, hoffentlich schon nächste Woche, dann auch unsere Dinge besser auszuspielen, final auszuspielen, sodass wir auch wirklich mal das ein oder andere Tor mehr erzielen und über die Grenzen hinauskommen, dass wir quasi nur ins, oder in Anführungsstrichen ins letzte Drittel oder durch die Box quasi die Bälle finalisieren und dann auch zum Torabschluss erfolgreich kommen wollen. Für euch eine gute Heimfahrt, weiter alles Gute für die Saison und vielen Dank. Vielen Dank, Patrick. Eure Gelegenheit, Fragen an die Trainer zu stellen. Dann haben wir einen Kollegen aus Darmstadt. Ja, hallo, vom Darmstädter Echo, der Jan Felber, grüß Gott. Zwei Fragen an dich, Thorsten. Kannst du vielleicht noch mal kurz erläutern, was in der Pause, nach der Pause du verändert hattest, auch was die beiden, die reingekommen sind, der Keenan Bennett und der Clemens Riedel dabei für eine Rolle gespielt haben? Und die zweite Frage, gab es überhaupt noch Vorgaben, wer den Freistoß schießen soll? Weil ja eigentlich kaum noch jemand da war, der normal Freistöße schießt. Ja, gut, wir hatten verletzungsbedingt die Auswechslung vornehmen müssen mit Yannick Müller und Tobi Kembe. Tobi Kembe mit einer Knieproblematik. Yannick Müller ist hoffentlich noch frühzeitig rausgegangen, weil er muskulär eben gemerkt hat, dass der Muskel zugemacht hat, immer mehr zugemacht hatte. Und da haben wir dann eben da die Lösung gesucht mit Clemens Riedel, der das, wie ich fand, richtig gut gemacht hatte, dann als er reinkam. Und Keenan Bennett dann eben auf die linke Seite zu bringen, mit Marvin und Fabi Holland dann im Zentrum zu bleiben und haben nur die Außenverteidiger fußverkehrt eben aufgestellt, um da nicht in dieses direkte Anlaufen der Rostocker zu kommen, sondern das einfach zu umgehen, dass wir dort die Lösung dann nach innen weg und dann in die Spielverlagerung zu kommen, um da ein bisschen mehr in Spielen und in Passoptionen zu kommen. Und das war das, was wir in der Halbzeit angesprochen haben. Keen fand ich, hat es auch wieder sehr gut gemacht. Viele 1-gegen-1 Situationen dann auch über die Seite gebracht. Die Reingaben waren gefährlich. Also alle, die reinkommen sind, haben wirklich einen super Job auch gemacht, ähnlich wie es letzte Woche gegen Braunschweig war, dass die Jungs da sind, in der dezimierten Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und zum Freistoß, ich habe zu Ovid gesagt, warum schießt eigentlich Tietzer jetzt? Da hat er gesagt, ich soll ruhig bleiben, der trainiert es jedes Mal im Training, aber wahrscheinlich bin ich da schon drin, ich habe es noch nie gesehen. Das Einzige, was ist, dass Tietzer das gemacht hatte, was Timo Wach immer gesagt hat. Er hat immer vermisst, so in der letzten Zeit, wenn er Spiele guckt, auch nicht nur unsere, dass wenige Schützen noch ins Torwart-Eck schießen. Und das hat Tietzer gemacht, hat natürlich super getroffen. Und der war perfekt eben getroffen. Da kann man dann auch dem Torhüter keine Schuld geben in dem Fall, weil er einfach perfekt getroffen war. Tommy Bastian von den NNN. Ja, auch zwei Fragen. Eine hat jetzt Herr Lieberknecht schon so ein bisschen beantwortet, aber auch nochmal an Herrn Glöckner. Wie haben Sie das Markus gesehen bei dem Tor? Wie gesagt, war die Torwart-Ecke? Muss er da vielleicht doch ein bisschen mehr an der Torwart-Ecke stehen? Und die zweite Frage, im Nachgang ist man immer schlauer, aber hätten Sie vielleicht ein bisschen früher wechseln sollen? Also zum Tor muss ich sagen, ich habe das jetzt nur aus dem Spiel heraus gesehen, also von der Seitenlinie, ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich glaube, der war so gut geschossen, dass er da wenig ausrichten kann. Das waren genau 16, 17 Meter mit einem guten Druck hinter dem Ball. Also ich glaube, dass Kolle da nichts machen konnte. Und zu den Auswechslungen, hinterher ist man immer schlauer, so wie Sie es gesagt haben. Aber ich denke, dass wir zu dem Zeitpunkt noch die Spieler hatten, die noch gut im Spiel drin gewesen sind. Wir wollten dann in den letzten 15, 20 Minuten mit Johnny nochmal einen Spieler bringen, der dann halt vorne die Bälle dann nochmal entsprechend festmacht oder in der Box dann halt in die Situation kommt, halt die ein oder andere Situation zu verwerten. Aber solange ein Spiel läuft und in die richtige Richtung läuft, bin ich eigentlich kein Fan davon, etwas zu verändern und die Statik so ein bisschen aufzugeben. Darauf eingehen, das wurde auch schon so ein bisschen angesprochen, es war jetzt wieder viel, viel Aufwand und eine super erste Halbzeit, aber leider kein Ertrag. Sind Sie vielleicht auch ganz froh, und das wiederholt sich ja besonders in Heimspielen, sind Sie ganz froh, dass es jetzt auswärts gegen St. Pauli geht? Nein, überhaupt nicht. Also wenn ich froh sein würde, dass wir nicht mehr zu Hause spielen, dann glaube ich, hätte ich einen falschen Job. Also wer vor 25.000 Zuschauern in so einem geilen Stadion mit so geilen Fans den Fußball nicht so zelebriert oder erfolgreich abschließen kann,
wie es sein sollte, der muss sich natürlich hinterfragen. Ja. Und das sind halt die Dinge, die für uns wichtig sind. Wir wollen hier natürlich auch zu Hause irgendwann mal unsere Festung aufbauen und gucken, dass wir unsere Heimspiele gewinnen, weil das, den Faustpfand mit den Fans haben wir. Und das sind ja auch die 2-3%, die du mitbekommst, um einfach stärker zu spielen. Und deswegen, also ich hoffe, dass sich das irgendwann mal dreht. Und ob jetzt auswärts oder zu Hause, letztendlich musst du überall deine Leistung bringen. Man sieht es jetzt bei Darmstadt, die nur ein Spiel verloren haben und hintereinander einfach ihre Punkte sammeln. Mit derselben Manier, und das ist einfach eine gute Situation für sie, und für uns ist es einfach, wir müssen dran weiterarbeiten und weiter viel Aufwand betreiben, damit wir dann auch mal die Ergebnisse ziehen können. Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Ja, das ist eben schon kurz angerissen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was die Idee dahinter war, dass John Verhoek heute mal nicht von Anfang an dabei war, und bedeutet, dass das möglicherweise jetzt auch ein bisschen die Geduld am Ende war, weil er halt lange nicht mehr getroffen hat? Nein, die Idee hat man ja in der ersten Halbzeit gesehen. Wir wollten mit schnellen Leuten vorne nach Umschaltmomenten in die Tiefe kommen. Das waren ja die meisten Situationen, die wir kreiert haben in der ersten Halbzeit. Und da ist natürlich Svante und Pröger und Harris und unsere schnellen Außen mit Schumi und Freddy hat einfach in der Situation, wo sie das besser ausspielen können. Weil Johnny hat andere Qualitäten. Johnny ist ein reiner Boxstürmer, den man da auch sehr gut in Szene setzen muss. Und das haben wir in dem Spiel anders gesehen vom Matchplan her, und deswegen haben wir da eine Veränderung vorgenommen. Letztendlich ist es aber auch so, dass vielleicht das, die Situation für ihn jetzt dann auch mal nicht so schlecht war, um ihn einfach ein bisschen Druck zu nehmen. Aber wie gesagt, die Priorität hatte immer die höchste Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, und wir haben uns im Trainerteam für diesen Matchplan entschieden. Und dann geht es nicht um Einzelschicksale und persönliche Eitelkeiten, sondern es geht darum, dass wir halt erfolgreich Fußball spielen. Und der Plan hat, wie gesagt, Tiefe und Geschwindigkeit hergegeben. Alle Fragen beantwortet? Dann wünschen wir den Gästen noch alles Gute für die restliche Saison. Gegen Hamburger SV geht es jetzt weiter. Wir fahren ja auch nach Hamburg. Uns wünsche ich natürlich auch sehr viel Erfolg und allen trotzdem noch ein schönes Wochenende. Euch sowieso. Danke, ja. Danke.